Wo können Sie solche schöne Brötchen finden? Ja, nur in meiner Küche. Und vielleicht in Ihrer Küche auch, wenn Sie dieses Video bis zum Schluss ansehen werden. Hallo Freunde, ich heiße Serge und Sie sehen sich und jemand kann... Hallo Freunde, ich heiße Serge und Sie sehen sich Hungrige Mann Kanal an. Und heute machen wir Brötchen für Burger. Los geht's! Wie Sie sehen, ich interessiere mich nicht für die Erzählungen über die Zutaten am Anfang des Videos. Alle Zutaten in richtiger Folge kann man auf meinem Kanal finden. Gucken Sie sich mal in der Videobeschreibung und voilà! Heute empfehle ich Ihnen besonders Fondant Kochen zu vorbereiten. Das ist unter dem heißen Wasser die Schüssel, worin Sie den Teig kneten werden. Ein Ei aus dem Kühlschrank muss man ins Glas mit dem warmen Wasser für ein paar Minuten tauchen. Gießen Sie in den Kochtopf 240 ml Flüssigkeit, Wasser und Milch in gleicher Menge und stellen auf mittlere Hitze. Sie dürfen auch nur Wasser benutzen. Nur bis die Körpertemperatur erwärmen, sonst sterben die Hefe. Beachten Sie, dass alle Zutaten bei Raumtemperatur sein sollen. Besonders, wenn es um den Hefenteig geht, wie heute. So gießen Sie die Flüssigkeit in die warme, saubere und trockene Schüssel. Fügen ein halbes Glas Mehl und einen Esslöffel Zucker. Leicht umrühren, damit Zucker sich auflöst. Fügen Sie dann ein 7 Gramm Päckchen Trockenhefe. Man muss sehr sorgfältig jetzt rühren. Die Hefe sind Lebewesen, deshalb töten Sie sie vorzeitig nicht. Ich mag diese Päckchen, weil 7 Gramm Hefe genau für 500 Gramm Mehl sind. Gleich was wir brauchen. Bedecken Sie die Schüssel mit dem Deckel oder dem Handtuch und lassen im warmen Platz für 15 Minuten. Mehl hilft gewöhnlich die Decke. Manche Leute fügen Mehl hinzu und alles. Aber wenn Sie 15 Minuten später solches Bild sehen, schöner Schaum, die wie Bierschaum aussieht, es bedeutet, dass die Hefe in Ordnung ist und Sie weitergehen dürfen. Im umgekehrten Fall, Ihre Hefe sind verdorben. Jedenfalls, es ist besser, zuerst sie zu prüfen. Okay, fortsetzen wir. Geben Sie 2 Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, ein Ei dazu und mischen. Dann fügen Sie genau 420 Gramm Mehl. Es sind 3¼ Gläser. Wenn man das Mehl durchsiebt, sättigt es sich mit dem Sauerstoff, vermeidet man die Menge der Klumpen und bla bla bla. Beginnen Sie mit dem Löffel zu kneten. Am Ende 40 Gramm geschmolzene Butter dazugeben. Mit Hilfe der Mikrowelle oder des Herds. Kneten Sie es mit den Händen, wie Sie können. Einfache Bewegungen. Wir kochen für uns selbst, sondern nicht für die Präsentation. Wenn die Produkte sind frische und die Proportionen entsprechen, wird es immer lecker sein. Der Teig ist ziemlich klebrig, ja, fügen Sie aber mehr Mehl nicht. 2-3 Minuten und fertig. Ähnliches Kneten habe ich für Zimtbrötchen benutzt. Für diese suchen Sie Link in der Beschreibung. Einfache Technologie. Je mehr kneten Sie, desto weniger ist Hefegeruch. Bedecken Sie mit Handtuch, Deckel oder Frischhaltefolie und lassen für 20 Minuten in warmer Küche oder unter der Decke. Die Zeit verging, nehmen Sie den Teig aus, noch einmal, kein zusätzliches Mehl. Formen Sie ein kleines Rechteck mit den leichten Bewegungen der Hände. Man kann sich mit dem Pfannenwender helfen. Verteilen Sie dann den Teig auf 8 Teile, wenn Sie große Burger mögen, oder in 10 und sogar 12, wenn Sie kleine bevorzugen. Kneten Sie leicht das Stück und rollen es ein bisschen auf dem Tisch mit dem Händchenfuß. Oder wie viel besagt, die Hand der alten Dame. Am Ende bekommt man eine Kugel. Bedecken Sie Kugeln mit der Frischhaltefolie und lassen für 10 Minuten ruhen. Zwischenzeitlich kann man das Geschirr abwaschen und so weiter. 10 Minuten später sollen Sie alles wiederholen. Kneten, rollen und alte Dame. Jetzt darf man die Kugeln auf das Backblech auslegen, die mit dem Backpapier schon bedeckt ist. Sie können alle Brötchen auf einem Backblech backen, dafür muss man dem Schema folgen. 2-1-2-1-2. Die Brötchen werden sich aber verbreiten und können miteinander kleben. Ich mag das nicht, ich will perfekte Brötchen haben, deswegen nehme ich einige Formen. Bedecken Sie leicht die Brötchen mit der Frischhaltefolie, ohne pressen. Es ist sehr wichtig. Man lässt sie, bis sie sich verdoppeln. Ich warte eine Stunde, alles hängt von der Temperatur Ihrer Küche ab. Schalten Sie den Backofen ein und lassen bis 180 Grad Celsius heizen. In kleine Schüsseln muss man ein Ei mit einem Esslöffel Milch mischen. Schmieren Sie sorgfältig die Brötchen mit dieser Mischung. Man kann sogar Fingern benutzen. Schließlich schütten Sie natürlich Sesam auf. Als der Ofen gut erhitzt ist, stellen Sie darin die Form und backen die Brötchen 13-15 Minuten. Als die Spitzen der Brötchen golden werden, schalten Sie den Ofen aus und lassen für noch 3-5 Minuten. Man darf die Tür leicht aufmachen. Wenn die Brötchen nicht fertig waren, wird die Temperatur alles korrigieren. Nehmen Sie sie aus und bedecken mit dünnem Handtuch. Wir wollen ja weiche Kruste. Oder? Die Brötchen soll man in den Plastiktüten aufheben, damit sie sich nicht verhärten. Ja, ich schaffte das! Jetzt sind Sie dran! Wenn das Rezept Ihnen gefallen hat,
Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, auf meinen Kanal zu abonnieren. Bis bald!